وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Meine lieben Geschwister, wir wollen heute insha'Allah ta'ala weitermachen mit unserer Reihe über die Zeichen des jüngsten Tages. Wir hatten letzte Woche angefangen über eines der Übergangszeichen von den kleinen Zeichen zu den großen Zeichen zu sprechen. Und zwar ganz konkret über den Al-Mahdi. Und wir haben auch einiges schon erwähnt gehabt. Und haben uns insbesondere auch mit der Frage beschäftigt, inwiefern gibt es Quellen über den Mahdi, ebenfalls über die unterschiedlichen auch Sichtweisen der muslimischen Gruppierungen zum Mahdi. Da sind wir insbesondere auf die 12er Imame Schiiten eingegangen und wer für sie Al-Mahdi ist. Und wir haben uns dann auch mit einigen grundsätzlichen Fragen zum Mahdi beschäftigt gehabt, nämlich wie sein Name ist, was seine wichtigsten Eigenschaften sind und wollen heute insha'Allah ta'ala genau hier ansetzen. Vielleicht noch einmal kurz zur Wiederholung, weil das ja auch ein recht komplexes Thema ist. Und zwar hatten wir letzte Woche gesagt gehabt, dass es unter den Schiiten drei verschiedene Gruppierungen gibt. Welche waren das gewesen? Dass wir das nochmal kurz ins Gedächtnis rufen. In den Schiiten gibt es drei verschiedene Gruppierungen. Sehr gut. Die 5er Schiiten, die 7er Schiiten und die 12er Schiiten. Wie heißen die 5er Schiiten? Wie nennen sie sich? Und wo finden wir sie heute? Ja? Das sind die Sayyiditen. Und wo finden wir sie heute? Im Jemen. Absolut korrekt. Das sind ja die Houthis. Ja, und dieser ganze Konflikt, den wir heute haben im Jemen, dieser Krieg, der dort stattfindet, findet ja im Grunde genommen auch dann mit dieser Gruppe statt. Das ist das eine. Dann haben wir die 7er Schiiten. Wie nennt man sie heute? Unter welchem Namen sind sie bekannt? Ismailiten. Nur ganz kurz, schaut, wer mitschreibt, ist klar im Vorteil. Ja? Wer mitschreibt, ist klar im Vorteil. Alhamdulillah, ich sage es immer wieder. Und ich werde es immer wieder sagen, wer mitschreibt, ist klar im Vorteil. Kann sich nicht alles merken. Wir sind nicht Imam Schäfi, der sich alles merkt, ja? Sondern wir müssen mitschreiben. Ja? Also, die 7er Schiiten, die Ismailiten, tamam? Okay. Und dann haben wir die 12er Imame Schiiten. Das sind die Imamiten, die man auch als Ja'fariya bezeichnet. Ja, oder einfach nur als Schia, ja, weil das die größte Gruppe der Schiiten ist, die wir heute im Irak, im Iran, im Libanon vorfinden, größtenteils. Das ist sozusagen ihr Zentrum. Thema. Und wir hatten auch gesagt gehabt, das nochmal kurz zu wiederholen, weil das wichtig ist, insha'Allah ta'ala, wer für die Schiiten die Person Al-Mahdi ist. Wer ist das für sie? Der letzte Imam. Ja, wie heißt der? Richtig, genau. Muhammad ibn Hassan. Ja? Muhammad ibn Hassan al-Askari. Absolut korrekt. Ja? Das ist der letzte Imam für die Schiiten und der befindet sich ja momentan in der großen Verborgenheit oder Abwesenheit. Al-Ghaiba al-Kubra aus Perspektive der Schiiten. Wir Sunniten sehen das natürlich ganz anders. Für uns gibt es keine 12 Imame. Ja? Und es gibt auch nicht diese Vorstellung von der Abwesenheit des 12. Imams. Aber es gibt für uns den Al-Mahdi. Und Al-Mahdi, nochmal kurz zusammengefasst, insha'Allah ta'ala, ist, wie es der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, eine Person von der Abstammung des Propheten sallallahu alaihi wa sallam über die Linie von Fatima und Ali über Al-Hassan, nicht über Al-Hussein. Über Al-Hassan und nicht über Al-Hussein. Ihr wisst, Al-Hassan ist der ältere Bruder von Al-Hussein. Ja, und beides Söhne von
Fatima radiallahu anha, der Tochter unseres geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, gemeinsam mit Ali ibn Abi Talib. Wir haben ebenfalls gelernt gehabt, dass sein Name, sein Vorname, sein erster Name, dem Namen des Propheten gleicht, sallallahu alaihi wa sallam. Also er heißt ebenfalls Muhammad, wie unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Und der Name seines Vaters gleicht dem Namen des Vaters unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam, nämlich Abdullah. Also wird sein Name wie sein? Muhammad ibn Abdullah. Muhammad ibn Abdullah. Das sind so erst einmal die wichtigsten Dinge, welche wir letzte Woche erwähnt haben. Und darauf wollen wir, insha'Allah ta'ala, auch heute aufbauen. Weil wir müssen auch ganz klar sagen, wir haben nicht wirklich viele Informationen über Al-Mahdi. Wir haben nicht wirklich viele Informationen über Al-Mahdi. Und bei einigen Hadithen ist es auch nicht ganz klar, handelt es sich hierbei um Al-Mahdi oder handelt es sich hierbei um eine andere Person? Weil hier nämlich nicht explizit erwähnt wird, dass es sich um Al-Mahdi handelt. Zunächst erst einmal wollen wir uns anschauen, woher eigentlich Al-Mahdi kommen wird und wann und wo er erscheinen wird, zu was für einer Zeit er erscheinen wird. Und hier wird überliefert, dass Al-Mahdi aus dem Osten kommen wird. Und zwar zu einer Zeit, wo es einen Konflikt geben wird zwischen drei Söhnen eines Kalifen oder drei Söhnen eines Herrschers. Das heißt, wie folgt in dieser Überlieferung, und zwar, ich kann auch gleich inshallah ta'ala hier diese Übersetzung nehmen, يَقْتَتِلُ عِنْدَ كَنْزِكُمْ ثَلَاثًا. Drei werden um euren Schatz streiten. Viele Gelehrte gehen davon aus, dass es sich hierbei um den Schatz der Kaaba handelt, der erst vor dem jüngsten Tag zum Vorschein kommt. Was das für ein Schatz ist, Allahu a'lam. ثَلَاثَةٌ يَقْتَتِلُ عِنْدَ كَنْزِكُمْ أو يَقْتَتِلُ عِنْدَ كَنْزِكُمْ ثَلَاثًا. Drei werden um euren Schatz streiten. كُلُّهُمْ إِبْنُ خَلِيفًا. Ein jeder von ihnen ist der Sohn eines Kalifen. Und mit Kalif muss jetzt hier nicht unbedingt gemeint sein, ein rechtgeleiteter Kalif, sondern einfach nur ein Herrscher, ein muslimischer Herrscher. ثُمَّ لَا يَصِيرُ إِلَى وَاحِدٍ مِّنْهُمْ. Jedoch wird ihn keiner bekommen. Also keiner wird dieses Anliegen erreichen, diesen Schatz zu bekommen. Keiner wird die Macht erlangen von ihnen. ثُمَّ تَطْلُعُ الرَّايَاتُ السُّودُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ. Als dann werden die schwarzen Fahnen aus dem Osten auftauchen. Sehr kryptisch, subhanallah. Aber das erklärt uns einiges. Und zwar, könnt ihr euch erinnern an die Zeit von Daesh, vom IS? Könnt ihr euch an die Zeit vom IS erinnern? Was haben sie für eine Fahne gehabt? Schwarze Fahnen. In erster Linie schwarze Fahnen. Es waren meistens schwarze Fahnen, die sie hochgehalten haben. Und das spielt alles eine Rolle, ja, oder ist alles, steht alles im Kontext mit diesem Hadith, die wir haben. Weil sie dachten, der Mahdi wird einer von ihnen sein. Davon sind sie ausgegangen. Und sie haben im Grunde genommen versucht, mit allen Mitteln ein Szenario zu schaffen, was diesen Hadithen entspricht. Nur eines müssen wir verstehen. Man kann das nicht erzwingen, sondern es wird einfach kommen. Subhanallah. Das werden wir auch sehen anhand der Hadithe. Weil der Al-Mahdi, der wird gar nicht wissen, dass er Al-Mahdi ist. Also ich kann sowas nicht erzwingen. Ich kann nicht erzwingen, ein Auserwählter Gottes zu sein. Ich kann nicht erzwingen, ein Prophet zu sein. Sondern es ist etwas, was Allah subhanahu wa ta'ala einem Menschen gibt. Allah ta'ala, er wählt aus, wen er möchte. Sobald du nach solch einer Stellung strebst, weißt du, dass du es schon nicht sein kannst. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat nie danach gestrebt, Prophet zu sein. Aber Allah subhanahu wa ta'ala, er hat ihn auserwählt. Und hier müssen wir eine Sache wissen. Zu Lebzeiten des Propheten sallallahu alaihi wa sallam gab es Menschen, welche nach der Wahrheit gesucht hatten und welche auch sogar angefangen hatten, zum Tauhid, zum Monotheismus aufzurufen. Und welche sogar teilweise den Anspruch hatten, ja, Propheten zu sein oder das gerne werden wollten. Und diese Menschen nannte man Ahnaf oder Hunafa. Leute, welche einen Ein-Gott-Glauben hatten zur Zeit des Polytheismus und welche das entweder für sich allein praktiziert haben oder welche
sogar zum Tawhid aufgerufen haben. Aber Allah subhanahu wa ta'ala, er hat jemanden auserwählt, der nie damit gerechnet hätte, dass er ein Prophet wird. Und wir kennen alle die Geschichte, wie unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam dann in Ghar Hira, in der Höhle von Hira, auserwählt wurde von Allah. Und das Gleiche geht auch für Al-Mahdi. Al-Mahdi ist ja anscheinend eine Person, die Allah auserwählt. Sie ist kein Prophet, aber sie hat eine gewisse Stellung. Allah subhanahu wa ta'ala gibt ihr eine gewisse Stellung. Es ist nicht jemand, der eine Offenbarung hat, wie unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Aber es wird jemand sein, den Allah subhanahu wa ta'ala unterstützen wird. Und er wird das gar nicht merken. Und was Daesh versucht hat zu tun, der IS, er hat versucht im Grunde genommen ein Szenario zu schaffen, in dem sie nämlich diese Hadithe nehmen und versuchen dann, diese Dinge zu adaptieren, diese Zeichen, um den einfachen Muslim, der kein Wissen hat, vorzugaukeln, wir sind die Armee des Al-Mahdi. Die Geschichte hat gezeigt, dass es nicht so ist. Und im Übrigen ist das nicht das erste Mal in der Geschichte, sondern es gab auch schon andere Gruppen, sogar schon sehr, sehr früh, welche sich dieser Zeichen bedient haben, um den Menschen dann vorzutäuschen, sie seien diejenigen, die Allah subhanahu wa ta'ala auserwählt, und sie waren sogar erfolgreich gewesen damit. Wisst ihr wer? In der Geschichte ein großes islamisches Reich. Nein, nicht die Bani Umayyah. Auch viel früher. Es hat was mit dem Bani Umayyah zu tun, mit den Umayyaden. Wer kam denn nach den Umayyaden an die Macht? Nein, die sind viel später gekommen. Wer kam denn nach den Umayyaden an die Macht? Die Abbasiden, genau. Die Abbasiden hatten ebenfalls schwarze Fahnen als Flaggen gehabt. Ja? Und sie haben sich ebenfalls dieser Wähler bedient, um zu sagen, wir sind auf dem richtigen Weg. Wir sind die Auserwählten. Subhanallah. Und wie gesagt, man kann so ein Szenario, ja, man kann nicht danach streben, ich möchte Al-Mahdi sein. Das wird kommen dann, wenn Allah Ta'ala es will. Und es wird derjenige sein, von dem es wahrscheinlich keiner erwarten hat, subhanallah. Der es nicht mal selbst weiß. Er weiß es nicht mal selbst. Und wie gesagt, unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat halt in dieser Überlieferung gesagt, ja, als dann werden die schwarzen Fahnen aus dem Osten auftauchen. Irgendwo aus dem Osten. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam legt nicht fest, wo aus dem Osten. Aber irgendwo aus dem Osten. Und wenn wir vom Osten sprechen, meinen wir damit östlich von der arabischen Halbinsel. Östlich von der arabischen Halbinsel. Wahrscheinlich irgendwo aus Asien. Und dann heißt es in dieser Überlieferung, فَيَقْتُلُونَكُمْ قَتْلًا. Und sie werden euch auf beispielslose Weise töten. Dann erwähnte er etwas, an das ich Thauban, also Thauban, der Überlieferer, sagt, dass mich nicht erinnere. Und schließlich sagte er, wenn ihr ihn seht, schwört ihm die Treue. Selbst wenn ihr, um dies zu tun, durch den Schnee kriechen müsst. Also wenn ihr dann den Mahdi seht, den Allah subhanahu wa ta'ala auserwählt hat, dann schwört ihm die Treue. Weil er ist der wahre Kalif, den Allah subhanahu wa ta'ala dann für die Muslime bestimmt hat. In einer Überlieferung heißt es, dass Al-Mahdi am Ende der Zeit, am Ende dieser Umme, zum Vorschein kommt. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagte, يخرج في آخر أمتي المهدي. Aus den letzten meiner Umme wird der Mahdi hervorgehen. Dann sagt er, يسقيهِ اللَّهُ الغيث. Allah wird ihm Regen geben. وتخرج الأرض نباتها. Und die Erde wird ihre Vegetation hervorbringen. ويعطي المال الصحاحة. Der Reichtum wird gerecht unter den Menschen verteilt werden. وتكثر الماشية. Es wird viele Nutztiere geben. وتعظم الأمة يعيش سبعا أو ثمانية. Und die Umme wird sich vergrößern. Er wird hier noch 7 oder 8 weitere Jahre leben. Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er zeigt, der Mahdi, er wird etwas ganz Wesentliches tun. Das ist eine seiner wesentlichen Aufgaben. Und zwar, er wird auf der Erde Gerechtigkeit verbreiten, nachdem auf ihr Ungerechtigkeit herrschte. Das wird seine Aufgabe sein. Die Frage, die sich natürlich immer stellt, ist,
Bei diesen Hadithen, in denen der Prophet sallallahu alaihi wasallam über die Erde spricht, ist damit die gesamte Erde gemeint oder ist damit ein Teil der Erde gemeint? Sind damit vielleicht nur die Muslime gemeint, die an einem bestimmten Ort leben werden? Oder ist damit die gesamte Erde gemeint? Das weiß nur Allah subhanahu wa ta'ala allein. Genauso auch gibt es diese Meinungsverschiedenheiten beispielsweise, wenn es um die Geschichte von Nuh alaihi wasallam geht und die Überschwemmung der Erde. War es die gesamte Erde gewesen, die überschwemmt wurde? Oder war es nur ein Teil der Erde gewesen? Gibt es Meinungsverschiedenheiten unter den Gelehrten? Und deswegen müssen wir natürlich bei solchen Überlieferungen immer aufpassen und schauen, okay, es könnte sein, dass damit vielleicht die gesamte Erde gemeint ist. Es könnte aber auch sein, dass da bestimmte nur Orte mit gemeint sind. Und in einer anderen Überlieferung wird Al-Mahdi beschrieben. Und es wird nochmal bestätigt, was seine Aufgabe ist. Und zwar wird überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, Al-Mahdiyu minni, der Mahdi ist von mir. Ajlal Jabhati, er hat eine hohe Stirn. Aqnal Anfi, und eine markante Nase. Eine hohe Stirn ist gemeint sozusagen, dass sein Haaransatz wahrscheinlich etwas höher sein wird und dass seine Nase etwas spitzer sein wird. Ja? Etwas spitzer sein wird. يَمْلَأُ الْأَرْضُ قِسْطًا وَعَدَلًا كَمَا مُلِئَتْ جَوْرًا وَظُلْمًا. Er wird die Welt mit Anständigkeit und Gerechtigkeit füllen, wie sie zuvor mit Übeltat und Ungerechtigkeit gefüllt war. Und dann heißt es يَمْلِكُ سَبْعَ سِنِينَ. Und seine Herrschaftszeit wird 7 Jahre betragen. Das ist also seine Hauptaufgabe. Gerechtigkeit zu verbreiten auf der Welt. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Für uns Muslime immer allgemein, dass wir als Muslime eine Umma sind, welche immer nach Gerechtigkeit strebt und welche versucht, Ungerechtigkeit auf dieser Erde zu beseitigen. Das gehört zu den höchsten Zielen unseres Daseins als Muslime. Allah subhanahu wa ta'ala, er bestätigt das in vielen Ayat. Kennt jemand vielleicht von euch eine Ayat aus dem Koran, in der unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam genau das bestätigt, dass unsere Umma dazu da ist, um sich für die Gerechtigkeit in jeder Hinsicht einzusetzen. Die Gerechtigkeit in der Ibadah, dass wir nur Allah allein anbeten und dass wir Allah sein Recht geben, aber auch die Gerechtigkeit unter den Menschen. Das alles ist eine Form von was? Von Gerechtigkeit, weil der Schirk ist die größte Ungerechtigkeit. Der Schirk, dass ich Allah Ta'ala jemanden beigesetzt habe, ist die größte Ungerechtigkeit. Warum ist es die größte Ungerechtigkeit? Es ist die größte Ungerechtigkeit, weil dadurch, dass ich mich nicht an die Gebote Allahs halte, automatisch Ungerechtigkeit entstehen muss. Weil sobald ich mich an die Gebote Allahs halte, so wie es Allah Ta'ala von mir verlangt hat, dann werde ich kein Unrecht tun. Dann werde ich jeder Sache ihr Recht geben. Dann werde ich meinem Schöpfer sein Recht geben. Ich werde den Geschöpfen ihr Recht geben. Aber sobald ich Schirk begehe, wird irgendetwas darunter leiden. Automatisch. Und die Menschen kommen vom richtigen Weg ab. Viele behaupten, ja, das ist vielleicht ein kleiner Exkurs, aber das ist sehr, sehr wichtig, dass wir das verstehen. Heutzutage sagt man immer wieder, ja, würde es keine Religion geben, dann würde es auch nicht zu Kriegen auf der Welt kommen. Und viele nicken bei dieser Aussage. Stimmt, Religion ist immer die Ursache für Kriege etc. Aber wenn man sich einfach mal die großen Kriege dieser Menschheitsgeschichte anschaut, dann sehen wir, dass die schlimmsten Kriege überhaupt, die bisher geschehen sind, Kriege sind, welche durch insbesondere atheistische, nicht religiöse Ideologien geführt wurden. Ob es der Nationalsozialismus ist. Der Nationalsozialismus ist keine religiöse in sich. Ideologie. Der Nationalsozialismus ist keine Religion. Der Nationalsozialismus ist eine Ideologie. Und worauf basiert sie? Ja? Auf dem Recht des Stärkeren. Sozialdarwinismus. Ja? Der Stärkere kann überleben. Der Stärkere kann überleben oder hat das Recht zu überleben. Und dementsprechend muss sich minderwertige Rassen auslöschen. Ob es Juden sind, ob es Sinti und Roma sind, ob es andere Rassen sind. Ja? Die arische Rasse ist die Rasse, welche am meisten Recht hat, zu leben. Ja, und wir wissen, was durch diesen Krieg ja, dann auch geschehen ist. Der Imperialismus, ja, im Ersten Weltkrieg, ja, es geht nur um Macht.
ja, ebenfalls mit Kolonialismus verbunden etc. Ja, alles Ideologie, welche mit Religion erst einmal so nichts zu tun hat. Und auch heutzutage, wenn wir das alles anschauen, ja, die großen Kriege, die geführt wurden, alles Kriege, ja, welche entweder im Namen der Demokratie geführt werden oder in irgendwelchen anderen Ideologien, ob es der Kommunismus ist oder weiß ich nicht was. Ja. Ich meine, wann haben denn die Muslime mal ein anderes Land angegriffen? Jetzt wirklich ein nicht-muslimisches Land. In der neueren Geschichte gab es das nicht. Dass Muslime ein nicht-muslimisches Land angegriffen haben, gab es nicht. Und deswegen ist es einfach nur eine Propaganda. Ja. Würde es keine Religion geben, würde es auch keinen Krieg geben. So ein Unsinn. Ganz im Gegenteil. Ich als religiöser Mensch, ich kenne meine Grenzen. Und ich weiß ganz genau, was richtig und was falsch ist. Und das ist auch der Grund, und das ist auch der einzige Grund, warum es in der islamischen Welt heutzutage noch jüdische und christliche Minderheiten gibt. Weil die Muslime nämlich ganz klar Grenzen hatten. Sie wussten, Allah Ta'ala, er gebietet uns, dass wir den Minderheiten ihr Recht geben müssen. Das ist eine religiöse Pflicht. Das ist eine religiöse Pflicht. Ich muss das machen. Das hast du beispielsweise in Europa nicht gehabt. Da wurden die einfach ausgelöscht. Die Inquisition kennen wir, die Reconquista kennen wir, was in Nord- und Südamerika geschehen ist, kennen wir. Ich meine, mal ganz ehrlich, die ganzen Religionen, die dort gewesen sind, bevor die Europäer dort angekommen sind, wo sind sie geblieben? Ja, wo sind die Menschen geblieben? Die wurden einfach ausgerottet. Das dürfen wir alles nicht vergessen. Ja? Und deswegen diese Behauptung, ja, wenn Religion, dann automatisch Krieg, ja, oder Islam, eine gewalttätige Religion, völliger Unsinn. Ja, der Islam, ja, hat klare Regeln, an die ich mich als Muslim halten muss. Diese Regeln darf ich nicht überschreiten. Gibt es Leute, die das falsch interpretieren? Ja, gibt es. Ja, aber die Mehrheit der Muslime tut das nicht. Und das ist das Wichtige. Die Mehrheit der Muslime tut das nicht. Kommen wir zurück zu unserem Thema, inshallah. Es geht also darum, dass wir Gerechtigkeit uns einsetzen. Und jetzt einige Ayat. Habt ihr Ayat aus dem Koran, die auf Gerechtigkeit hindeuten? Das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen, was auch unsere Aufgabe im Leben ist als Muslim. Ayat aus dem Koran, die über Gerechtigkeit sprechen. Ja, das hat auch was mit Gerechtigkeit zu tun. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Was meint Wasata? Was bedeutet Wasata? Wasata, Mittigkeit, wir haben euch somit zu einer Gemeinschaft der Mittigkeit gemacht, oder der Mitte gemacht. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, damit ihr Zeugen über die Menschen seid. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, damit der Gesandte ein Zeuge über euch ist. Und die Mufassirun haben gesagt, mit Wasata ist was gemeint? Adl, Gerechtigkeit. Weil Mitte heißt, dass ich jeder Sache ihr Recht gebe. Und ein Hadith unseres Propheten, sallallahu alaihi wasallam, bestätigt das. Am jüngsten Tag, ja, wird nämlich das Volk von Nuh befragt, ist zu euch ein Prophet gekommen? Und sie werden sagen, nein, es ist kein Prophet gekommen. Und dann wird Nuh alaihi salam gefragt, hast du sie gewarnt? Er sagt, ja, ich habe sie gewarnt. Dann fragt Allah ihn, hast du einen Zeugen? Und er meint, ja, Muhammad und seine Gemeinschaft, sallallahu alaihi wasallam. Und dann werden wir bezeugen. Dann zitierte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, diese Ayah und sagte, adala. Das heißt, eine Gemeinschaft der Gerechtigkeit. Wir setzen uns für was ein? Für die Gerechtigkeit. Ganz, ganz wichtig. Ebenfalls eine Ayah, die immer auf dem Minbar, jeden Freitag zitiert wird. Welche ist das? Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan. Du hast eine andere Ayah, die nehmen wir auch gleich, inshallah. Allah Ta'ala, er gebietet was? Gerechtigkeit und Güte. Wa yanha 'anil fahsha wal munkari wal baghi. Und er verbietet Fahsha, als Schändliches, Übel und Aggression. Berg, dass ich sozusagen andere zu Unrecht angreife, in ihr Recht nehme. Subhanallah, das wird jeden Freitag auf dem Minbar von jedem, fast jedem Imam zitiert. Immer am Ende der Khutbah. Achtet mal darauf, die Brüder gerade, die immer zum Freitagsgebet kommen. Achtet mal darauf. Fast jeder Imam zitiert immer diese Ayah am Ende der Khutbah. Weil es so wichtig ist. Dann, was du meintest, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ihr seid die beste Gemeinschaft, welche für die Menschen hervorgebracht wurde. Ihr gebietet das Gute und ihr verwehrt das Schlechte und ihr glaubt an Allah. Und Umar ibn Khattab, er sagte, man sarrahu an yakuna min hadhihi al-ummati falyu'addi shart Allah fiha. Wer zu dieser Umma gehören möchte, die Allah in dieser Ayah erwähnt hat, der muss auch die Voraussetzung erfüllen. Er muss das Gute gebieten, das Schlechte verwehren und an Allah subhanahu wa ta'ala glauben. Also, damit wir zurückkommen zum Al-Mahdi, inshallah ta'ala. Seine Aufgabe wird es sein, für Gerechtigkeit zu sorgen.
Und das kann ich im Grunde genommen auch ohne den Mahdi. Ich muss nicht auf ihn warten, um zu sagen, und das ist immer ein Problem, da muss viele Menschen, auch religiöse Menschen, dass sie immer auf eine Erlöser, grundsätzlich, also nicht nur im Islam, auch im Christentum und anderen Religionen, wir erwarten immer einen Erlöser. Es muss der Erlöser kommen. Erst dann wird sich was verändern. Nein. Allahu a'lam, wann er kommt. Vielleicht wird er erst in hunderten von Jahren kommen. Wir wissen das doch nicht, oder? Haben wir, steht irgendwo ein Datum, wann er kommen wird? Nein, wissen wir nicht. Allah wird mich auch nicht danach fragen, ob Al-Mahdi da war oder nicht. Wonach wird mich Allah fragen? Was ich getan habe für die Umma. Was ich getan habe, damit sich die Gesellschaft zum Positiven verändert. Was ich getan habe, um die muslimische Jugend beispielsweise hier in Berlin, in Neukölln, wenn ich in Neukölln lebe, wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Weil wir sehen, was hier los ist. Guck mal, ja, wie viele Jugendliche gehen wirklich in die Moschee? Von den muslimischen Jugendlichen. Guck mal, wie viele hier sind. In Neukölln, nur alleine in Neukölln. Und wie viele von denen gehen wirklich regelmäßig in eine Moschee? Ich rede jetzt gar nicht über Dar es Salaam alleine. Ich rede jetzt über andere Moscheen. Wie viele gehen von ihnen regelmäßig in eine Moschee? Und wie viele von ihnen verhalten sich wirklich wie ein Muslim? Die absolute Minderheit. Kannst du an der Hand abzählen. Die absolute Minderheit. Und da siehst du, du kannst so viel tun als Muslim. Du hast so viel Potenzial, Da'wah zu machen. So viel Potenzial. Du kannst so viele Hasanat bekommen. Du kannst regelrecht, wenn du möchtest, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, zu einem Siddiq werden. Zu einem Wahrhaftigen werden. Das ist möglich. Weil es gibt so viel Arbeit, die wir tun können. Und diese Arbeit kann nicht von wenigen Schultern getragen werden, sondern muss von vielen Schultern getragen werden. Brüder und Schwestern. Brüder und Schwestern. Und das ist das, was wir tun müssen. Uns einsetzen. Ich brauche nicht erstmal warten, bis Al-Mahdi kommt oder irgendjemand anderes, der für mich etwas übernimmt. Nein, ich mache es selbst. Ich fange an. Und viele bekommen vor diesen Worten Angst. An. Ja, boah, Gott, was soll ich denn jetzt machen? Ich kann doch gar nicht so viel machen. Doch, du kannst sehr viel machen. Denk nicht daran, dass du gleich irgendwie der große Prediger sein musst, der dir alle Menschen zum Islam einlädt. Nein. Allein wenn du schon bereit bist, dich ehrenamtlich in einer Moschee oder irgendwo in einem guten Projekt, was den Menschen und den Muslimen Nutzen bringt, zu beteiligen. Dass du sagst, ich bin bereit, 2 Stunden in der Woche zu opfern für diese Sache. Das ist schon der erste Weg und der erste Schritt. Das, wenn das viele machen würden, würde schon vieles verändern. Das Problem ist nur, es machen wenige und deswegen ist es auf wenigen Schultern verteilt. Und diejenigen, die es dann machen, die sind dann überlassen. Deswegen beteilige dich einfach. Schau, ja, ich weiß, es gibt immer Anlaufschwierigkeiten. Manchmal kommt man nicht gleich rein. Ja, manchmal kommt man, okay, ich weiß jetzt nicht genau, wo ich meinen Platz finde, aber fang einfach an, indem du regelmäßig kommst. Ab und zu mal fragt, kann ich nicht helfen? Gibt es nicht irgendeine Veranstaltung, wo ich mit anpacken kann, was machen kann? Einfach was tun. Und sei dir sicher, subhanallah, ja, es gibt immer was zu tun. Wir haben ja einige Brüder, mashallah, kenne ich auch, mashallah, die machen. Helfen einfach, wenn es Hilfe gibt. Um Ramadan, weiß ich, räumen sie mit auf. Das allein ist schon sehr viel wert. Weil wenn sie es nicht machen, wer macht es sonst? Schön's. Wenn sie es nicht machen, wer macht es sonst? Und deswegen, meine lieben Geschwister, jeder von euch sollte versuchen, in Anführungsstrichen, versteht das bitte nicht falsch, ein kleiner Mahdi zu sein. Jeder von euch sollte versuchen, ein kleiner Mahdi zu sein. Jemand, der in Gangrenung genau diese Aufgabe erfüllt, für die er kommt. Natürlich werden wir nicht der Mahdi sein. Ja, keine Frage. Ja? Aber warum sind wir nicht diejenigen, welche uns schon mal einsetzen, damit dann irgendwann einmal vielleicht die Zeit bereit ist, dass solch eine Figur kommen kann, die dann wirklich etwas verändert. Und zwar grundlegend etwas verändert. Weil die Herausforderungen unserer Umwelt sind gewaltig. Ja, und deswegen, ich fange im Kleinen an, im Kleinen an, in meinem Bezirk, in meiner Moschee, ja, in meinem Viertel, wo ich bin, ja, und versuche da etwas zu bewirken. Und Allahu Akbar, wenn ich die richtige Absicht habe und das für Allah tue, kann ich sehr hohe Stellen, sehr, sehr hohe Stufen bei Allah erreichen. Und vielleicht werden gerade diejenigen, meine lieben Geschwister, welche Unbekannten, die niemand kennt, die nie vorne stehen, ja, wie ich oder andere Imame und dann predigen, was ich nicht was, vielleicht werden diejenigen eine viel höhere Stellung bei Allah haben, als manch ein Prediger, der vielleicht nicht aufrichtig genug gewesen ist. Weißt du nicht, was du alles erreichen kannst. Kommen wir zurück zum Mahdi, inshallah. Und zwar, die Zeit, wo der Mahdi erscheinen wird, ist eine Zeit, wo
es nicht ganz sicher ist, ob Isa a.s. dann herunterkommen wird und herabkommen wird, darüber werden wir natürlich noch ausführlich sprechen, oder nicht. Wir wissen es auch nicht genau, ob es die Zeit ist, wo es zur sogenannten Al-Malhamatul Kubra kommen wird, eine Art Armageddon, wo es zu einer gewaltigen Schlacht kommen wird zwischen Muslimen und Christen und auch anderen Gruppen, wie es der Prophet sallallahu alaihi wa sallam aufgezeigt hat. Wir wissen es nicht genau, weil die Überlieferungen, sie lassen das offen. Wir haben ja aber eine Überlieferung, in der der Prophet sallallahu alaihi wa sallam uns aufzeigt, dass es einen Emir geben wird, der das Privileg haben wird und die Ehre haben wird, vor Isa alaihi salam das Gebet zu vollziehen. Ist es Al-Mahdi oder ist es nicht Al-Mahdi? Es gibt unterschiedliche Meinungen unter den Gelehrten. Manche sagen, es ist Al-Mahdi, manche sagen, es ist jemand anderes. Hört euch mal diese Überlieferung an. Und zwar sagt unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam: La tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'ala al-haqq zahirina ila yawm al-qiyamah. Es wird immer eine Gruppe von meiner Ummah geben, welche für die Wahrheit kämpfen werden und an ihr offensichtlich festhalten werden, bis zum jüngsten Tag. Also es wird das Gute in dieser Ummah immer geben. Es wird immer eine Gruppe geben, welche an dem richtigen Weg festhalten wird. Egal, wie irregeleitet die Ummah auch sein mag. Es wird immer eine Gruppe geben, welche sich für das Gute einsetzen wird. Möge Allah uns zu ihnen gehören lassen, ja Rabbal Alamin. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam: فَيَنْزِلُ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ. Daraufhin kommt Isa, der Sohn Maryams, herab. فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ. Und ihr Emir wird daraufhin sagen, der Emir der Muslime: تَعَالَ صَلِّ بِنَا. Komm und bete vor. Er wird zu Jesus sagen: Komm und bete vor. Woraufhin dieser antworten wird: La, nein, inna ba'dakum ala ba'din amir, liyukrim Allahu hadhihi al-umma. Nein, ihr seid Amira füreinander, damit Allah diese Umma ehrt. Also Isa alayhi salam, darauf kommen wir noch ausführlich zu sprechen, insha'Allah ta'ala, er wird nicht herabkommen als Prophet, sondern er wird herabkommen als Anhänger dieser Ummah, um nochmal aufzuzeigen, dass die Christen seine Botschaft verändert haben. Deswegen wird er auch bestimmte Dinge tun, aber das werden wir noch insha'Allah ta'ala ausführlich besprechen. Und deswegen, es ist nicht ganz sicher, ob es sich hierbei um Al-Mahdi handelt oder ob es sich um eine andere Person handelt. Das ist nicht ganz sicher. Wichtig ist, Al-Mahdi wird kommen, ja, und er wird 7 Jahre bleiben und er wird für Gerechtigkeit sorgen. Wird diese Armageddon, diese Schlacht dann zur Zeit von Al-Mahdi stattfinden oder nicht? Das ist nicht ganz eindeutig. Wird es die Zeit sein, wo Dajjal schon anwesend sein wird, wo nochmal Konstantinopel erobert werden wird, ein zweites Mal, wie wir noch besprechen werden, insha'Allah ta'ala, Allahu a'lam, wir wissen es nicht. Ja? Diese Ereignisse, ja, die Schlacht, große Al-Malhamatul Kubra, die Eroberung von Konstantinopel ein zweites Mal. Ja, das werden wir alles besprechen, wenn wir anfangen werden, über die großen Zeichen zu sprechen. Weil in der Zeit, wo Al-Dajjal kommt, werden genau diese Dinge geschehen. Ob da Al-Mahdi da ist oder nicht, es ist nicht gesichert. Eines ist aber sicher. Und das ist was? Dass diese Ummah wieder eines Tages zurückfinden wird zur Al-Khilafa ala Minhaji Nubuwa. Zum Kalifat nach dem Modell und nach der Methodik des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Das ist sicher. Ob es dann Al-Mahdi ist oder jemand anderes, Allahu a'lam. Aber das ist sicher. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat in vielen Überlieferungen genau darüber gesprochen. In einer Überlieferung heißt es wie folgt. Und das, diese Überlieferung geht eher in diese Richtung, das ist von einem Hakim überliefert worden und zumindest einige sagen, dass die Überlieferkette gut ist,
Ja, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, so als würde er unsere Situation beschreiben. Yanzilu bi ummati fi akhir az-zaman bala'un shadid min sultanihim lam yusma' bala'un ashadd minhu. Auf meine Umme wird am Ende der Zeit eine gewaltige Prüfung seitens ihrer Herrscher herabfallen. Also sie wird was? Die Menschen werden durch ihre Herrscher, durch ihre Regenten sehr, sehr hart geprüft. Und zwar so hart geprüft wie noch nie zuvor. Wie man es noch nie zuvor gehört hat. Hatta tadiqa anhumul ard ar-rahba. Bis die weite Erde zu eng wird für die Menschen. Wahatta temla al-ardu jawran wa zulma. Und bis die Erde gefüllt ist mit Ungerechtigkeit und Übeltaten. وَلَا يَجِدُ الْمُؤْمِنُ مَلْجَأً يَلْتَجِئُ إِلَيْهِ مِنَ الظُّلْمِ. Und so, dass der Mu'min, der gläubige Mu'min, nicht einen einzigen Ort finden wird, an dem er sich flüchten kann aufgrund der Ungerechtigkeit. Boah. Aber teilweise ist es wirklich, in einigen Ländern ist es wirklich so. Ja, in einigen Ländern, auch gerade jetzt in dieser Zeit, ist es wirklich so. Dass jeder, der ein bisschen Iman hat, ein bisschen versucht, seine Religion festzuhalten, unterdrückt wird, verfolgt wird. فَيَبَعَثُ اللَّهُ رَجُلًا مِنْ عَشِيرَتِي. Woraufhin Allah einen Mann von meiner Familie schicken wird. فَيَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدَلًا كَمَا مُلِئَتْ وَجَوْرًا وَظُلْمًا. Der dann die Erde dann füllen wird mit Gerechtigkeit, wie sie zuvor mit Ungerechtigkeit gefüllt gewesen war. Subhanallah. In anderen Überlieferungen spricht der Prophet sallallahu alaihi wa sallam allgemein darüber, dass eine Zeit kommen wird, wo die Muslime wieder zurückfinden werden zur wahren Methodik des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und zwar sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, das ist eine unglaublich schöne Überlieferung. Und sie beschreibt eigentlich genau das, was wir über die letzten Jahrhunderte auch erlebt haben. Und zwar sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون. Das Prophetentum wird unter euch weilen, solange Allah es möchte. ثم يرفعها الله إذا شاء. Und dann wird es Allah anheben, also aufheben. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ist gestorben. Und dann sagt er sallallahu alaihi wa sallam, ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. فتكون ما شاء الله أن تكون. ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها. Daraufhin wird es ein Kalifat geben, was der Methode des Propheten entspricht. Es wird so lange unter euch weilen, wie Allah Ta'ala es möchte, und dann wird es Allah emporheben. Thumma takun, das sind die ersten vier rechtgeleiteten Kalifen. Thumma takun mulken aadban, fatakunu masha'a Allahu an takun, thumma yarfa'u Allahu idha sha'a an yarfa'a. Darauf wird es zu einer Herrschaft kommen, die bissig ist. Also, sie ist zwar noch in Ordnung, aber es ist schon etwas schwieriger. Ja? Und daraufhin wird Allah Ta'ala sie emporheben. ثم تكون ملكا جبريا. Und dann wird es zu einer diktatorischen Herrschaft kommen. Jabri, wo Menschen zu Dingen gezwungen werden, so wie wir es heutzutage auch in vielen islamischen Ländern haben. فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء. Und es wird so lange bleiben, wie es Allah möchte, dann wird es Allah emporheben. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم سكت. Und daraufhin wird es wieder zu einem Kalifat kommen, nach dem Vorbild des Prophetentums. Und dann schickt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Subhanallah. Ajib. Unglaublich. Ja? Also Überlieferungen, die uns was machen? Hoffnung machen, meine lieben Geschwister. Hoffnung machen auf Veränderung. Hoffnung machen auf Veränderung. Wir dürfen niemals, egal wie dunkel die Nacht ist, glauben, dass es keinen Morgen mehr gibt. Es wird immer einen Morgen geben. Und ich darf niemals die Hoffnung verlieren als Muslim. Gerade heutzutage, in der heutigen Zeit, denken viele Muslime, mein Gott, kann es denn sein, dass die Muslime so rückständig sind, dass es so viele Probleme gibt, so viele Kriege in der islamischen Welt? Ja, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat das nie verneint und nie das Gegenteil behauptet. Im Gegenteil, er hat gezeigt, dass es genauso kommen wird. Und das sollte mich eigentlich als Muslim was? Festigen. Weil ich weiß, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat schon vor 1400 Jahren genau diese Dinge vorausgesagt. Und er hat es aufgezeigt, wie wir handeln sollten. Und was unsere Aufgabe als Muslime in solch einer Zeit ist. Und die Zeit wird kommen, wo es sich jetzt ändern wird. Und wir können inshallah ta'ala entweder die Wegbereiter sein für diese Veränderung oder vielleicht sogar diejenigen sein, die das auch miterleben werden. Allahu a'lam. Wenn nicht wir, vielleicht unsere Kinder, wenn nicht unsere Kinder, wenn nicht unsere Enkelkinder. Ja, die Möglichkeit besteht. Lasst uns deswegen anfangen.
Und lasst uns das vorleben, sodass unsere Kinder das ebenfalls praktizieren. Und dann unsere Enkel ebenfalls praktizieren. Und damit irgendwann einmal, inshallah, die Veränderung kommt. Bi-Iznillah, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns die Kraft dazu geben. Das ist Al-Mahdi gewesen. Ja? Das sind die wichtigsten Informationen über Al-Mahdi gewesen. Es gibt noch eine Überlieferung, die ich vergessen habe, subhanahu wa ta'ala. Entschuldigt bitte. Und zwar wird gesagt in einer Überlieferung, dass es einen Mann geben wird, der zwischen dem Maqam von Ibrahim a.s., also vor der Kaaba, und dem schwarzen Stein, dann zum Kalifen bestimmt wird. Oder die Leute ihm einen Treueeid geben werden. Und zwar, jetzt einen ganz kleinen Moment, ich suche den Hadith noch raus, dass wir den auch haben, inshallah ta'ala. Ich habe den leider vorhin nicht gespeichert, den Hadith, entschuldigt bitte, aber auf jeden Fall, dass der Prophet sallallahu alaihi hat gesagt, ein Mann, er wird zwischen dem Maqam und dem schwarzen Stein vor der Kaaba, dann von einigen Leuten dann, kriegt er den Treue ein, woraufhin dann einige die Kaaba missachten werden und in ihr Unheil stiften werden. Das ist die Frage. Manche sagen, damit ist der Mahdi gemeint. Und andere sagen, nein, das ist nicht der Mahdi, weil der Prophet spricht hier nicht über Al-Mahdi, sondern der Prophet sallallahu alaihi wa sallam spricht eventuell über ein Ereignis, was, soweit ich mich entsinnen kann, 1978 stattgefunden hat. 1978 oder 1979. Ich habe da kein Internet gerade, deswegen kann ich nicht nochmal nachschauen. Und zwar Al-Juhayman und der Angriff auf die Kaaba. Kennt ihr diese Geschichte von Al-Juhayman? Das ist eine Gruppe gewesen von einigen Extremisten, die auch glaubten, dass ihr Anführer, der hieß Al-Juhayman, ja, der Mahdi ist. Und sie haben genau das versucht, subhanallah. Sie haben versucht, diese Überlieferung wieder in Szene zu setzen und haben dann ihnen den Treueeid geschworen, aber haben gleichzeitig die ganzen Pilger, die vor der Kaaba gewesen waren, zu Geiseln genommen. Und es kam dann zu einem Blutbad, weil es wurden dann französische Truppen in Sondereinheit, wurde aus Frankreich extra eingeflogen. Und sie haben dann all diese Terroristen und diese Geiselnehmer haben sie dann getötet. Und diejenigen, die dann noch überlebt haben, die wurden dann auch hingerichtet. Das ist eine ganz interessante Geschichte, könnt ihr euch mal anschauen. Inshallah ta'ala, Juhayman, ja, und die so ein Geiseln in der Kaaba. Ja, das war, glaube ich, 1978, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja? Und subhanallah, ja, eventuell meint der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, weil sie nämlich ja, die Kaaba nicht geehrt haben, Geiseln genommen haben und sehr, sehr viele Pilger leider auch bei diesem Ereignis, dieser Geiseln, dann in Al-Masjid al-Haram vor der Kaaba getötet worden, erschossen worden. Ja, also ganz schreckliches Ereignis. Und vielleicht meint der Prophet sallallahu alaihi wa sallam genau dies damit. Und in einer anderen Überlieferung heißt es, dass nachdem der Al-Mahdi dann zum Kalifen bestimmt wird und er dann in einer Nacht, das hat man letztes Mal erwähnt gehabt, in einer Nacht dann erfährt, oh, ich bin der Al-Mahdi, und die Leute ihm dann den Treueeid schwören, dann eine Armee kommen wird, welche versuchen wird, die Kaaba anzugreifen. Aber Allah subhanahu wa ta'ala, er wird sie daraufhin im Erdboden verschwinden lassen. Und es ist ein sehr, sehr bekannter Hadith, der in vielfacher Weise überliefert wird von unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam, auch authentisch, dass nämlich eine Armee vor dem jüngsten Tag versuchen wird, die Kaaba anzugreifen, um sie zu zerstören, woraufhin Allah subhanahu wa ta'ala sie dann im Erdboden versinken lässt. Ja? Wallahu a'lam, ja? Ob das dann wirklich direkt mit dem Mahdi zu tun hat oder nicht, ja? Und das wollte ich noch einmal an dieser Stelle erwähnen.